Kommst du auch wieder ins Training? Ja, ich bin immer da. Cool. Wir machen Kantonaltraining, dass ich als technischer Leiter die Stärken und Schwächen der Jungschwinger lernen kann und die Jungschwinger mich. Das ist ganz wichtig, dass wir als technische Leiter eine faire Einteilung im Sommer an der Schwingfest machen können. Das Kantonaltraining findet alle 3 Wochen statt, von Januar bis September. Das ist wichtig, dass die Jungschwinger auch mal mit anderen Gegnern trainieren können, nicht nur mit denen von der eigenen Club. Nur so können sie besser und stärker werden. Bei den ersten Trainings wird der Fokus auf Schulschwingen gelegt. Dort werden die Schwünge von den Stufenprüfungen geübt. Mir ist wichtig, dass die Jungschwinger auch den Kontakt zu unseren starken, grossen Aktivschwingern bekommen. Darum bin ich bestrebt, immer wieder einen von den Aktivschwingern ins Training einzuladen. Somit kann er seine Tipps und Tricks den Jungen weitergeben. Ich finde das kantonale Training ist sehr cool. Ich lerne so viel, weil ich damit Buben von höherer Stufe schwinge. Im Moment trainiere ich für das Schwingtraining in Luzern trainiere und du so, Kilian? Ich schwinge seit, dass ich 6 Jahre alt bin. Am meisten gefallen mir die Atmosphäre und das Schwingfest und die Kameradschaft untereinander. Ich finde es so toll, dass man gegeneinander Kraft messen kann. Schwingen macht mir sehr viel Spass und wird mir nie langweilig. Teilnehmen können alle Jungschwinger und Jungschwingerinnen von unseren 7 Schwingclub-Basuland plus die vom Schwingverband Basel-Stadt. Mein Ziel ist, dass wir ein Team werden und alle einander gegenseitig an der Schwingfest unterstützen.